Boah! Okay, das war der. Oh mein Gott. Einfach LeBron, Drake, J.R. Smith. Was ist das für ein Leben, Alter? Was geht, meine Freunde? Kobe Bjorn ist am Start. Heute mit einer Reaction auf Amari Bailey, einer der Teammates von Bronny James an der Sierra Canyon High School. Ich freue mich extrem darauf. Er gilt als einer der besten Highschool-Spieler, ist immer so gerankt Top 3 irgendwo, wird nach der nächsten Saison, also ein Jahr in der Highschool hat er noch, aber nach dem Jahr wird er dann an der UCLA spielen. Ihr habt vielleicht schon mal von ihm gehört. Er ist nämlich apparently Drakes favorite player und das hat einen ganz bestimmten Grund und zwar datet oder hat Drake möglicherweise Amari Baileys Mutter gedatet? Das hier ist die gute Frau, hat auch wohl eine eigene Reality-TV-Show. Ich will gar nicht so sehr darauf eingehen, finde es einfach nur interessant. Was aber basketballtechnisch interessant ist, Amari ist 1,96 Meter groß und hat letztes Jahr in seinem dritten Highschool-Jahr 29 Punkte, 9,1 Rebounds und 6,5 Assists geaveraged, was wirklich sehr, sehr starke Leistungen sind. Ich habe bisher so gut wie gar nichts von ihm gesehen, deswegen freue ich mich jetzt extrem darauf, den Jungen mal in Action zu sehen. Let's go. Okay, also kann schon mal... Uff. Oh! Alright. Oh! Okay, also er kann schon mal fliegen. Er ist verdammt athletisch. Wie hart war denn dieser Dunk, Alter? Weißt du, wie schwer das ist, den noch zu stopfen? Uff. Ein bisschen Jelly mit dabei. Okay, ich freue mich drauf. Freue mich sehr drauf. Wird bestimmt nice. Okay, da haben wir Drake mit, wie gesagt, Amaris Mom. Was ein Flex, wenn dein eigener Song in der Halle läuft, wo du ein Basketballspiel guckst, oder? Da lief einfach gerade Hotline Bling. Ja, sie hat ihn auf jeden Fall am Cellphone angerufen. Also er wirkt super. Boah, gibt es dafür ein deutsches Wort? Ich würde sagen lean. Ich wüsste nicht, was das deutsche Wort für lean ist, aber so sieht er aus. Pff. Wahnsinnig krasser Athlet. Also da innerhalb von irgendwie ein paar Schritten hochzukommen. Schon mal ein Dribbling. Geht er hoch, windmillt das Ding. Ist der ein Lefty? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber der Dunk war gerade mit links. Das hier war ein Two-Hander, da hat man es jetzt nicht so sehr gesehen. Also vom Prototyp her ist er auf jeden Fall ein NBA-Spieler. Das ist Bronny, oder? Ja, Bronny mit dem Assist. Hat lange Arme, wie gesagt, lean einfach. Das ist jetzt blöd, dass mir da das deutsche Wort fehlt. Sorry dafür. Wirkt alles ein bisschen locker. Viele Fast-Break-Buckets. Ich habe auch mir einen Scouting-Report über ihn durchgelesen und da stand auch, dass er in der Transition wohl am gefährlichsten ist. Also im Fast-Break, wenn das Spiel schnell ist. Ja, ist ein Lefty, schießt auch mit links und hat hier ganz gutes Ballhandling gerade auch gezeigt über den Pick. Er spielt den Helpside-Defender dann aus. Bronny stellt aber den Pick auch nochmal. Das war ganz gut gemacht. Ah nee, sorry, war nicht Bronny, glaube ich. Macht öfter mal diesen Up-and-Under-Layup, was auf jeden Fall gut ist. Heißt, er finisht kreativ. Speaking of, kreative Finishes. Und ja, ich bemühe mich schon, Leute. Keine Sorge, dass es weniger Englisch wird. Aber ich bin da gerade ein bisschen drin. Und guck mal, also wie er ihm sofort den Ball stiehlt. Der Dude konnte nicht mal Dribbling machen. Und dann schließt er das Ganze ab mit einem 360 Layup. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Wahnsinnig athletisch auf jeden Fall. Also immer wieder Highlights hier. Habe ich ja schon oft gesagt, bei den Highschool-Spielen, da wird einfach so viel gepresst und dadurch entstehen viele, viele Fast-Breaks. Und das macht ja auch Sinn. Also du machst die gegnerische Mannschaft damit einfach so müde. Oh, jetzt kommt mal ein Block. Gut getimed. Aber ja, also aus Highlights kann man jetzt schlecht irgendwie die Defense ablesen. Oder insgesamt sich eine große Meinung bilden, vor allem über die Effizienz von ihm. Oh, nicer Dunk auch hier. Ah, da ist LeBron mit seiner ganzen Family. Das feiere ich immer. Da ist immer Savannah mit dabei. Da ist der kleine Bruder mit dabei, Bryce. Oh, warte mal. Ich habe mich voll getäuscht. Die hier sah zwar aus wie Savannah. Hier sitzt aber Savannah. Und da sitzt auch LeBrons Tochter, Zuri. My bad. Habe ich mich getäuscht. Das hier müsste Savannah sein, ja. Aber die andere sah kurz so aus, vor allem mit der Maske.
Oh, schöner Fail. Oh, nice. Also, man muss sagen, er wirkt seiner Competition sehr überlegen. Also, die ganze Mannschaft wirkt hier der Competition gerade sehr überlegen. Das war schlau gemacht, genau in dem Moment, wo der Gegenspieler reached. Also genau, wo er jetzt hier reingeht. So hier genau dann den Spin-Move zu machen, ist schlau, weil er jetzt aus der Balance ist. So, dann kommt er nicht mehr dahin, ist nice. Sah ein bisschen aus wie Jaylen Brown mit dem Throw, der Defender. Also von der Statur her. Oder vom Umriss her, I guess. Da ist wieder Drake beim Spiel mit LeBron. Ja, es ist halt also super easy scheinbar im Fastbreak zu scoren. Aber man kriegt jetzt nicht so das... Oh, schön, schön, schön. Ich liebe Hazzys. Ihr wisst es, ich liebe eine gute Hazzy. Und das hier war ja absolut clean. Oh, Junge. Boah, war das clean. Also, ich finde es ein bisschen schwer einzuschätzen. Wir gucken gleich noch ein bisschen von den Highlights, aber letztendlich wiederholt sich das alles. Also, es sind viele Fastbreak-Punkte und wenn er mal wirklich One-on-One spielt, dann merkt man sehr schnell, dass er seinen Gegenspielern eigentlich komplett überlegen ist. Und das ganze Sierra Canyon-Team, haben wir auch schon gesagt, steckt einfach voller solcher Prospects, die möglicherweise später Profi-Basketball spielen. Und dann merkt man einfach den qualitativen Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Deswegen ist es schwer einzuschätzen, wie gut er jetzt eigentlich ist. Wir müssten ihn halt mal gegen richtig starke Competition sehen. Oh, gut abgeräumt. Okay, schön nachgesetzt, macht er gut. Er hat viele, viele verschiedene Abschlüsse. Das finde ich schon mal sehr positiv in dem Alter, dass er so ein krasses Layer-Package hat. Hier jetzt der Euro, auch total clean ausgeführt. Also er hat eine Menge Skills, gerade bei den Finishes am Korb. Und das ist wichtig. Vor allem, wenn er nur 1,96 ist. Also sie haben ihn ja als Shooting Guard und mit 1,96 bist du jetzt nicht unbedingt der größte Shooting Guard in der NBA. Und da hilft es, wenn du sehr kreativ bist am Ring, weil in der NBA ist die Defense natürlich nochmal eine ganz andere. Und da würde es... Oh, die Hazzy von ihm ist ja sowas von gut. Schau mal, wie knapp das ist, dass er den Ball aufnimmt. Ich habe es jetzt mal auf Slow-Mo geschaltet. Und achtet mal drauf, wie krass die... Also wie nah die Hand da rangeht an den Ball, aber eben nicht berührt. Achtung, hier. Und das ist halt... Das bringt den Verteidiger so raus. Das ist so ein guter Move. Und der ist echt clean von ihm, muss man sagen. Boah! Okay, das war der. Oh mein Gott. Schau, einfach LeBron, Drake, J.R. Smith. Was ist das für ein Leben, Alter? Der Dude ist 16 zu dem Zeitpunkt. Aber warte, ich will das ganze Play nochmal sehen. Also nicht das hier, damit habe ich euch schon genug genervt. Aber was war hier jetzt? Hier wird ein Spieler von ihm abgeräumt. Und jetzt rächt er sich quasi für den Spieler. Tough. Sehr, 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 sehr tough. Und einfach LeBron und Drake rasten aus bei deinem Game. Das ist crazy. Okay, jetzt sind wir mal in einer anderen Halle. Oh, nice Pass. Sehr, sehr geil. Er spielt ja auch 6 oder 7 Assists pro Game. Also an sich müsste er das Passen sogar ganz gut drin haben. Wahnsinnsathlet. Das Spiel in den USA ist halt einfach so viel athletischer und deswegen wird auch bei den Prospects, also bei den möglichen Kandidaten für die NBA, wird halt auch so krass eigentlich die Athletik bevorzugt. Und deswegen arbeiten oft die Jungs auch nur an ihrer Athletik. Aber das zahlt sich dann halt auch aus, weil du es in der NBA einfach brauchst. Und wenn du mit 16, 17 schon solche Dinger raushaust, dann kannst du es in der NBA auch weit bringen mit deiner Athletik. Schöner Pull-up. Aber man kann sich bisher wenig wirklich von ihm, also man kann sich bisher schwer wirklich ein Bild von ihm machen, finde ich. Dafür sind die Highlights ein bisschen zu eindimensional, was nicht seine Schuld ist. Sierra Canyon presst halt einfach nur, das seht ihr daran. Er finisht den Dunk. So, er macht hier den Dunk und ihr seht, er bleibt sofort hier. Das heißt, er wird sofort seinen Mann verteidigen. Hier ist schon wieder direkt der Sierra Canyon-Spieler an seinem Gegenspieler. Also die lassen die nicht nach vorne kommen.
Schöner Outlet Pass. Ah, der hat den Outlet gespielt. Okay, ich habe mich schon gewundert, wieso. Oh, wieder die Hezzy. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen hier einen Break. Das geht jetzt bestimmt noch 5 Minuten oder 6 Minuten so weiter. Ich verlinke das Originalvideo auch hier in der Beschreibung. Dann könnt ihr es euch gerne bis zum Ende angucken. Aber ich denke, wir haben zumindest von dem, was man aus dem Video bekommt, uns einen ganz guten Eindruck davon machen können, was er letztendlich für ein Spielertyp ist. Nicht, wie effizient er am Ende ist, nicht, wie gut sein Wurf wirklich fällt, nicht, wie gut er gegen starke Competition spielt. Das hat alles so ein bisschen gefehlt, beziehungsweise ist aus Highlights nicht wirklich immer ersichtlich. Aber von allem, was wir so als Gesamtpaket Spielertyp von ihm gesehen haben, würde ich sagen safe NBA Pick. Ist natürlich immer noch sehr früh. Er hat ja noch ein ganzes Jahr an der Highschool, spielt dann ein Jahr College und geht erst dann in die NBA. Aber die Anlagen sind auf jeden Fall da. Er hat die Größe, er hat die Spannweite, er hat die Athletik, er hat das Ballhandling, zumindest auf den ersten Blick. Und er ist sehr, sehr kreativ bei den Abschlüssen am Ring. Und es sieht wirklich sehr vielversprechend aus. Und es würde mich nicht überraschen, wenn wir ihn in 2 Jahren oder in 3 Jahren dann wirklich in der NBA sehen. Das war es jetzt erstmal von mir. Danke euch fürs Zuschauen, Leute, und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.